ganz Besonderes für ihn vor. Nicht zu schnell, nicht, dass er dir ins Badebecken saust. Rutsch nicht aus. Ich bin am höchsten Punkt. Welches willst du zuerst? Mal her. Können wir einmal schon im durch vielleicht? Wie mache ich das? Warte mal. Victor ist unruhig. Ob er etwas ahnt? Ab 3, 2, 1. Der Radladereifen wiegt ganze 58 Kilogramm. Nee, ist gut, ist gut, ist gut. So, jetzt könnt ihr erstmal ablassen und mir die Rohrzange und noch einmal dann leicht anheben, dass ich es fester ziehen kann. Das ist jetzt für Victor sein neues Spielzeug und wir hoffen, dass er es gut annimmt. Wenn ich jetzt die Schraube noch in die richtige Richtung drehe, dann sind wir gleich fertig. Gut, ablassen, Vorsicht. Mein Fuß. So, fertig. So, dann packen wir ihn mal da unten noch ein paar Äpfel in den Reifen rein, dass er angelockt wird. Äpfel sind für die Pflanzenfresser wahre Leckerbissen. Das jetzt zum Anlocken und ja, auch einfach wieder ein bisschen Abwechslung für ihn, dass er mal da drin rumfummelt und guckt, was da so an Futter drin ist. Das werden wir immer wieder mal was anderes reinmachen, dass er ein bisschen Abwechslung hat. Eine Kobra, das heißt für mich, ich weiß nicht genau, ob die andere vielleicht auch noch auf der anderen Seite ist. Und hier arbeiten wir also nur, wenn die Tiere abgesperrt sind. Jetzt habe ich sie beide gesehen, das heißt, ich kann jetzt die Jalousie runterfahren. Gut, dann kann ich nämlich auf der anderen Seite arbeiten, ohne dass mir das Tier aus dem Terrarium hüpft. Aber wie gesagt, da muss man natürlich hundertprozentig sicher sein, dass man auch beide Tiere auf der richtigen Seite hat. Nicht, dass man dann aufmacht und dann kommt die nächste rausgeschossen auf der anderen Seite. Bei Gret Vogt geht es weniger gefährlich zu. Die Spinnenschildkröte zählt zu den Zwerglandschildkröten. Komm aus deiner Schlafhöhle raus. Ja, es sind also sehr schöne Tiere, auch hübsch gezeichnet, werden aber nicht bedeutend größer. Wir haben es ganz gerne etwas feuchter. Das ist handwarmes Wasser, also da legen wir auch großen Wert drauf, dass unsere Tiere hier keine Schocktherapie mit kaltem Wasser kriegen. Nebenan bei den Madagaskar-Boas, weil Steffi Ingel das Becken schrumpft, haben die Schlangen sich hungrig in eine Ecke verkrochen. Na, habt ihr schon wieder Hunger? Gibt noch nicht. Teilweise recht futtergierig und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht verwechselt wird. Sind zwar nicht giftig, aber so ein Biss tut doch ja ein schön weh. Ist immer die Gefahr dabei, dass noch ein paar Zähne stecken bleiben, die dann, wenn sie gar nicht rausgehen, auch rausoperiert werden müssen.
Lieblingstiere. Lieblingstiere gibt es auch im Reptilienhaus. Kann ich vorstellen? Ein Salomon-dickes Gink. Lebt auf Bäumen, ernährt sich von Grünzeug, vorwiegend von Grünzeug, ganz selten süße Früchte und lebt in Gruppen. Und der Salomon-Wickesgink, das ist das Interessante, die haben auch wie eine Art Rangordnung. Die ranghöchsten Tiere leben ganz oben im Baum, haben dementsprechend das beste Nahrungsangebot. Und ich habe mir seit Jahren schon einen Wickesgink wieder gewünscht. Man kriegt sie relativ zahm, muss nur aufpassen, die haben also messerscharfe Krallen. Und die sehen doch fantastisch aus. Und man sieht auch sehr schön, wenn man ruhig mit den Tieren umgeht, sind sie auch dementsprechend relaxed und gelassen. So. Darf ich dich hier raufsetzen? Gehst du? Geh. Im Raubtierhaus des Zoos streifen die drei jungen hinterindischen Tigerdamen Mandalay, Salveen und Taya ungeduldig durch ihren Käfig. Draußen arbeiten die Tierpfleger an einer Überraschung. War aber jetzt nicht ausgemacht, dass sie so schwer sind. Wir werden jetzt da die Platten, die Holzplatten, ins Wasser packen. Hoffen, dass dieses Holz schwimmt. Normalerweise schwimmt Holz ja. Aber müssen wir mal sehen, ob wenn das dann schwimmt. Dann werden wir überall ein bisschen was draufpacken, was Leckeres. Und dann schwimmt Ricardo raus, legt die da hinten, verankert die. Ich gehe hinter der Scheibe und schmeiß raus die Tiere und dann werden wir mal sehen, was am wichtigsten ist, Fleisch oder Ricardo. Die 15 Kilogramm schweren Holzplatten sollen die Tigerdamen zum Schwimmen animieren. Denn Tiger schwimmen gern. In Ausnahmefällen bis zu 30 Kilometer. Fisch auch noch? Ja, zwei hier bitte. So, sieht doch schon optisch aus. So, beeil dich, die schwimmt schon. Mal ein bisschen in die Gänge bringen. Die Dillern, da sind über. Wenn wir mal da hin, wenn wir mal da hin machen. Und schwuppidippidipp. Nicht so schnell. So, ob jetzt alle drei gleichzeitig reinspringen, müssen wir sehen. Weil es ist das erste Mal, dass wir jetzt dieses Spielchen machen. Und das ist ja bei so einer Spiele immer, man weiß nicht, was passiert. Entweder klappt, springen alle rein, oder klappt nicht und liegen hier draußen und warten, bis der Wind es wieder rantreibt. Gut, dann probieren wir es jetzt. Kommen Sie, junger Mann. Na, mal sehen, ob die drei Tigerdamen das schwimmende Buffet annehmen. Alle raus. So, Marlinki nicht. Alle raus, alle raus, alle raus. Hopp, hopp, hopp. Raus. Ja, die Kinder muss ich extra holen, die laufen noch nicht. Zwei. Ah. Zack. So, Marlinki, gutes Gelingen, ne? Dann machen wir hier mal alle dicht. Geht mal ein bisschen. Ja. Ja, folgt mal eurer Mütter. Wir müssen ruhig sein. Die Marlinki bekommt Kinder. Ja, gehen wir raus. Kommt. Oh, wer läuft denn da so gut hinterher? Komm. Veit, komm. 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 Veit, komm. Veit hört mich. Hierher. Hierher. Jo. Ja, ja. Geh zur Mutti. Komm. Was kennt das schön? Schön in die Sonne gehen, ist gesund. Auf der
alles gut. Aber im Stall wird Tierarzt Dr. Strauß benötigt. In der Geburt ist er. Oh, das tut weh. Das tut überhaupt noch nicht weh. Das ist doch so, falsch gemacht. Ich würde sagen, Männer. Also ich habe zumindest zwei Beine da. Oh, das ist schon mal mehr als letztes Mal. Ja, letztes Mal war bloß der Kopf da, ne? Ja, gleich mal. Die anderen Beine sind noch so weit drin. Wir warten bis heute Mittag. Ja? Okay. Vielleicht kommt es doch noch ein Stück. Kommen Sie näher nochmal? Ich komme näher. Dann wird. Wir müssen. Wir sehen, wir müssen schauen. Ja, also. Ja. Kriegen wir hin. Versuchen wir da reinzukriegen. Ja. Ohne Kaiserschnitt. Aber abwarten ist die erste Pflicht des Geburtshelfers. Wird Malinke die Geburt ohne Kaiserschnitt schaffen? Zurück in der Schlangenfarm. Die morgendliche Putzaktion hält noch einige Überraschungen bereit. So auch bei den giftigen Krustennexen. Wir sind Reinigungskräfte, Gärtner und Tierpfleger in einem. Also der Tierpflegerberuf hat im Prinzip von allem etwas. Der mir die Kruste hat ein Ei gelegt. Ich bräuchte bitte mal ein paar Handschuhe. Guck mal bei der Legende. Okay, danke schön. Na, ja, noch eins. Buddelt ein Riesenloch und schmeißt das mal. Darf ich mal, meine Süße? Oh, das ist schön, sehr schön. Super. Sie presst schon wieder, ja. Vielleicht gibt es heute noch ein weiteres Ei bei der giftigen Krustenechse. Es ist warm da drin. Auch beim Nachbarn, dem Zentral-Sahara-Dornschwanz, ist alles wieder ordentlich. Das ist der morgendliche Ablauf, wobei das natürlich auch immer jeden Tag so ein bisschen schwankt. Wenn wir jetzt noch ein Terrarium neu machen müssen, neu bepflanzen, Pflanzen bekommen haben. Je nachdem, was eben anfällt. Wenn jetzt Tiere Eier gelegt haben oder irgendwas, dann geht das Ganze auch, weiß ich nicht, fange ich drüben an oder das ist eigentlich täglich unterschiedlich. So, und ganz zum Schluss gucken wir nochmal nach unserem Maxi. Maxi ist ein Stumpfkrokodil, welches im Oktober letzten Jahres bei uns geschlüpft ist. Das ist unser ganzer Stolz, wie alle Jungtiere. Süßer, kleiner Stinker, ich sehe dich. Noch kann man ein Krokodil mit einer Hand greifen. Aber das wird bei ihm nicht mehr lange möglich sein, weil er ist sehr selbstbewusst. Jetzt ruft er nach seiner Mama. Sie soll ihm jetzt helfen, komm. Ja, ja. Ich muss kurz mal umgreifen, damit meine Hand schneller weg ist wie seine Zähne. So, ihm machen wir auch noch hin. Das Schöne ist ja, wir haben ja wieder Eier vom Stumpfkrokodil zu liegen und hoffen natürlich, dass aus diesen Eiern Jungtiere schlüpfen, damit er sogenannte Geschwisterchen hat. Zurück zum schwimmenden Buffet. Neugierig nähern sich die drei Tigerinnen. Mal sehen, wer sich als Erste ins Wasser traut. Oh, jetzt. Ja. Prinzessin hat's gesehen.
Ja, was ist das? Oh, jetzt musst du kicken, jetzt musst du überlegen, wa? Wichtig ist, keine nassen Füße. Ja, jetzt war. Der kommt her, der kommt her. Guck mal, jetzt wartet so, dass es angetrieben wird. Mandalay zögert noch. Aber Taya ist schon im Wasser. Sieht schon nicht schlecht aus. Jawohl. So, mal sehen. Und jetzt ist es weg. Na super. Jetzt sieh mal zu, wie du das Futter runterkriegst. Wahrscheinlich hätten wir eigentlich aufpacken brauchen. Wa? Nach Tayas Fehlschlag versucht man Mandala ihr Glück. Schnappen wir. Jawohl, schnappen wir. Jawohl. Ah, guck mal, das ist Mandel. Mandala, die ist pfiffig. Die kriegt man gleich Fisch und Knochen. Die ist pfiffig. Jetzt gibt's Ärger, weil sie was hat und die anderen haben nichts. Und weg ist sie. Ja, dein Stück hast du versenkt. Futter, was da drauf ist, das war ja nur so ein Anreiz. Hat man ja gesehen, beim ersten Mal ist es gleich ins Wasser gefallen, war weg. Mandala ist natürlich pfiffig, die hat natürlich gleich runtergeholt, die ist ja nicht dumm. Sitzt jetzt da und frisst, jetzt müssen die anderen sehen, ob sie auch noch was kriegen. Mach doch mal. Weil die kommen ja so schlecht dran hier. Aber Salvin und Taya brauchen etwas Unterstützung. Ja? Einen ordentlichen Schwung. Hey, da kommt die Süße. Ei. Mann, Prinzessin. Willst du das doch noch mal probieren? Kannst ruhig schwimmen. Schwimmen, bewegen, Füße. Hinten, vorne, rechts, links. Da ist jemand anders pfiffig. Jawohl. Mal abwarten. Ach, guck mal da. Auch hier. Ach, jetzt ist er fertig. Da ist er. Fertig ist er. Jetzt gibt's den Nachtisch. Du bist Pfiffi. Du bist eine. Genau. Hol dir bitte. Mandalay versucht's gleich noch einmal. Aber Übermut tut selten gut. Jetzt ist es weg. Ja, das hast du einen Fehler gemacht, oder? Holst du das noch hoch? Einmal richtig untergetaucht, wa? Ja. Nee, das war nee, nichts. Das war's. Da ist ein Fisch. Da schwimmt ein Fisch. Ja, nun, Futter ist weg. Jetzt hast du es versaut. Oh ja. Du musst den Fisch irgendwie festmachen. Tackern, genau. Festtackern. Genau. Hey, jetzt nimmt ihr das mit raus. Ich krieg's ja wohl nicht. Aber wenigstens haben wir eine glückliche Mann. Jetzt nimmt ihr das wieder mit raus. Wird mir geteilt. Also jetzt kann man zum Beispiel sehr gut sehen, was die für eine Nackenmuskulatur, die Kraft, die zuzubeißen. Wir haben ja vorhin an diesen Klötzern ja doch schon so ein bisschen gehandhabt. Und die nimmt die da einfach im Schnabel und geht damit spazieren. Ja, ein bisschen schwer ist das schon. Unhandlich, aber naja, nicht. So, jetzt hat sie da ihre Beute und jetzt muss sie sehen, ob sie die Beute irgendwie rauskriegt. Tiere sind beschäftigt, Flieger sind glücklich, was will man mehr? Endlich. Jetzt ist Zeit fürs Moschusochsenkälbchen. Bitte, noch ziehe ich nicht weiter. Du bist schon weiter. Ja, kannst du alleine machen. Ja. Der Moschusochse sieht aus wie ein Rind, gehört aber zu den Ziegenartigen. Seinen Namen verdankt er seinem in der Paarungszeit nach Moschus riechenden Urin. Na, du musst ja noch in den Stall und dann ist alles gut.
Endlich. Ja. Kräftig Kälbchen. Ja, bestimmt. 9 Kilo. 8. Wir gehen nicht an die Jungtiere ran. Weil die kriegen immer gleich Durchfall, wenn Stress ist. Man muss sie einfach in Ruhe lassen. Ja, die Aufzucht von Moschochsen ist so grandios schwer, ist wirklich wahr. Also da ist die Erfolgsquote außerordentlich gering, weil die auch so furchtbar empfindlich sind. Also die dürfen nicht nass werden, dann müssen wir sie schnell rinräumen. Und Stress ist auch blöd. Gestresst ist dieses kleine Kälbchen bestimmt nicht. Es schmust ausgiebig mit seiner Mutter. Na, ja, da guckt der Papa. Ja, schön. Ich guck nachher nochmal. Ja. Also, ich bin ja nicht durchs Revier gefahren. Na, mach mal. Ja, mach ich ja auch. Lanko Ziege ist auch am Pressen. Also, macht die ja. Gut alleine? Sieht so aus, wie sie presst schon und unten schlapper guckt schon raus. Mhm. Wenn man in Ruhe lässt, nachher guckt bestimmt schon. Ja. Erste Frucht raus. Gut. Ich muss. Kommst du nachher nochmal wechseln? Ja. Ja. Viel Spaß. Danke. Das nächste Jungtier wartet schon. Schneeziege Nena hat in der Nacht ein Junges bekommen. Kleines Lämmchen entdeckt von der Nena. Mal gucken, was da ist. Na, Nena? Hoi, und so ein großes. Lässt du mich ran? Lässt du mich ran? Hoi. So einfach lässt sich Nena ihr Junges nicht von René Walter nehmen. Kind schreit. Mutter bockt. Komm her zu mir. René Walter sollte sich beeilen. Siehst du wohl. Mutter, Orientierung verloren. Jetzt können wir erst mal gucken. So. Hier schreist du und keckerst du. Oh, fein. Ein kleines Mädchen. Ja, Mutti, gleich, geht gleich sowas. Na, wiegen wir erstmal. Ja. Wie wollen wir dich denn nennen? Schneeweißchen? So, verpacken können wir schon mal gut, ne? Komm, geh an. Mutti ruft schon, ich beeil mich ja. 3 Kilo, na, 3,5. Pendelt so ein bisschen, wackeln. Das ist ein sehr gutes Gewicht, ich bin ein Einzelkind. Jetzt muss ich nur noch markieren. Das ist ihr rechtes Ohr. Und dann, jetzt legt es sich ab. Ist so ein ihr seht mich nicht. Sieht man gut. So, das ist so ein angeborenes Schutzverhalten, weil ist ja jetzt irgendwo Gefahr. Ja, da kommt. Hier muss der Mutti wieder, ne? Wir machen das so kurz als möglich. Ja, ich geb dir das ja schon. So. So, Nena, guck mal. Na, ich tu ja nichts. Das ist nur die Mutti. Hier. Nicht. Das ist nur die Mutti. So. Ist schon niedlich, ne? Ja. Nimm's mit. Nimm's mit. Hast du fein gemacht, Nena. Reviertierpfleger Christian Aust ist auf dem Weg zu den Gorillas und hat etwas Süßes dabei.
So. Ja, wir haben nämlich heute ein paar Pikannüsse und eine Melone gespendet bekommen. Da will ich mal unseren Gorillas eine kleine Freude machen und mal sehen, was sie dazu sagen. Eine Melone zum Essen und Spielen. Eine Delikatesse für die Gorillas. Ja, wenn jetzt nicht klappt. Früher habe ich auch das Basketballnetz getroffen. Der ist gelegt. Also. Gorilla-Dame Bibi schnappt sich die Melone. Und die freut sich. Einmal noch eine Pirouette gedreht. Und sie will den süßen Leckerbissen mit niemandem teilen. Also hier kann man natürlich auch die Hierarchie sehen. Bibi hat sich da die ganze Melone gegriffen, ist natürlich immer gemein. Gerade mit so einer Melone, denn aus dem Grund schneiden wir das Futter ja auch kleiner, damit praktisch sich das verteilt und jeder was von dem Futter abbekommt. Und wenn man eben nur ein großes Stück eines hat Jambala was abgekriegt, obwohl sie ja nicht dafür konnte. Und wenn man nun ein großes Stück darauf schmeißt, klar, in diesem Fall das schnellste Tier greift sich die Melone. Pansy ist richtig sauer. Aber mit Aufbrausen allein kommt sie nicht weit. Jeder will etwas von der leckeren Melone haben. Gorillas sind ja futterneidisch. So, jetzt hat Bibi jetzt da ein großes Stück. Ja, dem, ja, jetzt hat Jambala ein bisschen was klauen können, aber auch schon das abgeknabberte. Wenn es halt zum großen Streit kommt, dann ist Ivo sofort unten. Bibi genießt so ein bisschen so seinen Schutz. Also wenn es da Knatsch gibt, dann nimmt er, dann kriegt wahrscheinlich den Pansy ab. Oder vielleicht auch Jambala eventuell. Und Bibi fühlt sich natürlich dadurch ein bisschen gestärkt. Und die anderen wissen es ganz genau. Die Bibi scheint doch eher das Fruchtfleisch zu mögen. Und der ist nun egal, dass nun Pansy und Jambala sich dann nun die, den Rest denn da gegriffen haben, wo sie noch ein bisschen was auskratzen können. Und die Schale vertilgen sie ja auch. Ja, brüderlich geteilt wird er nicht. Da kann man ganz klar natürlich die Hierarchie erkennen. Für kurze Zeit herrscht Frieden. Aber gleich gibt es die Pekannüsse. Und dann kommt Ivo. Victor, 24 Jahre alt, lebt wie alle Bullen alleine. Nur die alte Elefantenkuh Drumbo leistet ihm Gesellschaft. Ja, der hat vorher so einen Holzklotz gehabt, da hat er die Kette durchgerissen und da habe ich das als Chance ergriffen, ihm wieder einen Reifen ranzuhängen, weil er den Reifen einfach viel schöner findet und mehr Möglichkeiten mit hat. Und ja, da spielt er nun super mit. Mich fasziniert das immer, mit welcher Leichtigkeit der diesen Radladerreifen durch die Gegend schmeißt. Wir waren zu dritt, um den aufzuhängen und näht hin und schmeißt ihn einfach mal so auf seinen Rücken. Wegen ihrer Kraft und Geschicklichkeit werden die indischen Elefanten auch heute noch als Arbeitstiere eingesetzt. Das Problem ist, dass viele Besucher denken, der hängt fest und wir dann dauernd aus dem Haus raus müssen, um den Leuten zu erklären, dass das einfach nur Spaß für ihn ist. Der entlastet seine Beine hinten und läuft auf zwei Vorderbeinen mit dem Reifen am Hintern durch die Gegend. Die normalen Pkw-Reifen sind zu dünn, die macht er sofort kaputt. Der drückt ja diesen Reifen auch platt. Also wenn der drückt einmal gegen, ist das ganze Innengewebe zu Plattreifen. Das ist Wahnsinn, was da für Kraft und Gewicht. Ich meine, er wiegt über 3 Tonnen, der Bulle, der hat keine Probleme, so einen Reifen platt zu machen. Der Reifen ist nicht nur allein zum Spielen für Victor da. Auch Drumbo mag Reifen. Was das Publikum auch sehr lustig findet, ist, wenn er sie decken will, stellt sie sich mit dem Kopf immer an den Reifen ran. Ja, weiß nicht warum, vielleicht als Stoßdämpfer. Nach der Melone gibt's nun die Nüsse. Ivo!
Und wirklich, für die Nüsse verlässt sogar Ivo seinen Platz. Was für den Menschen die Schokolade ist, ist für Ivo die Pekannuss. Ivo, für dich eigentlich auch noch was Leckeres. Mal gucken, wie er die Pekannüsse isst. Weil wenn wir ihm Walnüsse geben, dann frisst er die ja mit Schale. Die sind natürlich hier sehr hart. Ja, das war ein freundlicher Grunzer. Mein Gott, der haut die Dinger weg mit Schale, ist ja unglaublich. Und Achtung. Ja, aber er hat es natürlich nicht so, nicht nur gefangen, weil er gut fangen kann, sondern weil ich so gut geworfen habe. Er isst die Schale mit. Das ist absolut untypisch. Also da ist er sehr speziell. Also mir würden da, glaube ich, sofort beim ersten Bissen die Zähne wegbrechen. Das ist immer ganz erstaunlich. Also hier kann man sehr gut erkennen, dass Pansy wie auch Bibi, die knacken die Nüsse und spucken dann die Schale aus. Das ist so ein ganz normales Verhalten, das macht eigentlich jeder, den wir hier im Haus haben. Aber unser Ivo, der fristet alles mit. Der sagt sich, ich verschenke lieber nichts. Männchen sind deutlich größer als bei den Weibchen. Doch die brauchen sie natürlich nicht zum Nüsse knacken, sondern zum Drohen und Imponieren. Was kommt hier rüber? Jabala sichert noch ihre Melonschale. Ja, das war schon ziemlich frech von der Jambala. Das ist schon ziemlich mutig, ja. Und hat sie mal eine kurze Abreibung gekriegt. Jetzt hat er ja dann sich eine Melonschale gegriffen. Hat gemerkt, das scheint ja zu schmecken, weil sie ja nun auch ihre da frisst. Und hat natürlich dann jetzt eben ganz kurz das Wasserbecken außer Acht gelassen. Deswegen, aber das war schon mutig gewesen, ja, dass er dann trotzdem noch mal reingegriffen hat, obwohl er so kurz vorher Maß genommen hat. Und es war eben eine ganz typische Reaktion und da passiert auch nicht viel. Also da wird jetzt auch nicht zugebissen, es wird nur angedeutet und mal ganz kurz ein bisschen gepackt. Und das Geschrei ist immer größer als eigentlich, was dann eigentlich passiert. Dieses dreiste und freche Verhalten, das hat sie eben von ihrer Mutter. Und wenn sie eben die Grenzen überschreitet, na, dann muss sie eben spüren. Und das hat er eben doch gerade ihr gezeigt. Abstand. Im Tierpark Berlin gibt es eine traurige Nachricht. Das Lamm der Lammortziger Malenki ist tot zur Welt gekommen. Ja, Malenki.
alles gut, ja. Der Tierarzt war jetzt da und innerhalb von 10 Minuten hat er es geschafft, mit Hilfe von Janas schmalen Hand die leider tote Frucht herauszuholen. Aber das hat sie relativ gut überstanden, ne, Malenki? Ein bisschen Auerweh noch. Passiert manchmal, dass wir ein Totgeburt haben. Hier war in dem Falle war es so, dass der Kopf nicht gut im Geburtskanal war. Die beiden Füße, Vorderfüße waren da, aber der Kopf war ein bisschen verdreht. Dadurch war alles ein bisschen schwierig oder war in Stocken geraten. Deswegen haben wir den Tierarzt geholt und der hat gesagt, jetzt muss es raus. Also wir sind froh, dass wir keinen Kaiserschnitt machen mussten. Und das ist sehr aufwendig und Narkose und so. Und dann müsste auch eine Klinik eine Weile bleiben. Und so bleibt sie hier, ne? Bei uns. Na, Malenki? Ja, komm mal her. Ja. Und dann, komm mal her. Bisschen schmusen. Doktor hat sich Mühe gegeben, ne? Nur bist es los. Ja. Na, hast du keinen Stress mit den Kindern heute, dieses Jahr, ne? Du weißt ja, wie penetrant die sein können. Krabbel, krabbel. So, Ohren müssen hängen, ne? Ja, morgen kommst du wieder in der Sonne. Hm? Ein Schmuckstück. Na, die Dame ist ja auch schon 6, 8 Jahre ist es schon. Also schon, hat schon einige Lämmer gehabt, auch groß gezogen. Und bis jetzt aber hat sie noch nie, dass das Lamm geholt werden musste. Das passiert eben mal. Eine Laune der Natur. Aber dann kriegen wir alle die Regeln, ne? Na, Malenki? Gut. Ja, nächstes Jahr auf ein neues. Bei so liebevoller Pflege wird sich Malenki bestimmt schnell erholen. Gar nicht reingeguckt. Letzte Station, Kontrolle der Eier in den Brutgefäßen. Einmal gucken. Jetzt werden wir erstmal bei den Krokodils gucken. Krokodileier, Stumpfkrokodileier. Ich hol mal die Lampe, ja, weil ich will heute mal reinleuchten. Wir haben nämlich eine neue Schierlampe. Mit Kaltlicht, das ist ganz wichtig. Dann kann man nämlich, wenn man von oben reinleuchtet, sehen, ob schon Äderchen oder so zu sehen sind. Und jetzt müssen wir natürlich austesten, nach welcher Woche das eventuell schon zu sehen ist. Das ist bei vielen ganz unterschiedlich. Man kann das gut sehen bei manchen Sachen. Die Eier der Echsen dürfen nicht bewegt werden. Deshalb werden sie ohne Berührung mit einer Speziallampe durchleuchtet. Du, schauen wir doch mal. Bist du da? Mal gucken. Hm. Nicht wirklich, ne? Nicht wirklich. Nicht zu sehen. Wobei, das hier hat das eine andere Farbe. Hier? Oder da ist bloß der Sand so ein bisschen. Das ist bloß der Sand noch oben drüber. Ne? Letztes Jahr 4 Eier, 1 war ungefruchtet, 2 abgestorben, Maxi ist geschlüpft. Maxi ist geschlüpft. Dieses Jahr waren es 11 Eier, davon hat sie 3 erdrückt. Die hat die also wirklich so im Halbkreis rumgeschmissen. Und dadurch, dass sie dann oben mal so hin und her getanzt ist, hat die also wirklich 3 Eier dabei zerdrückt. Und die konnte ich aber dann noch retten. Sehr Äderchen, schön. Wo sich dann das Jungtier auch entwickelt. Also das wird ja von diesen Äderchen wird's versorgt. Gut, wenn wir jetzt also da wirklich in 4 Wochen, denke ich mal, immer noch nichts sehen, können wir also davon ausgehen, dass das nicht funktioniert hat. Insgesamt liegen die 4 Monate, also fast auf den Tag hinaus war letztes Jahr 121 Tage, 4 Monate. Und bei dem Iggy waren es 128 Tage, also auch in dem Dreh. Und wie gesagt, wenn wir so in 4 Wochen spätestens, aber alle spätestens nicht sehen, dann hat es nicht funktioniert. Dann war es das. So, jetzt decken wir das wieder ab. So, und jetzt Feierabend. Genau. Hoffen wir, dass was schlüpft.
Ja, drückt man selber die Daumen. Ja, das dauert ja bei uns immer so lange. Bei Vögeln ist es 3 Wochen, dann sind die draußen und bei uns 8 Wochen. Das ist ja bei denen auch nicht so lang. Doch, komm, wird schon werden. Wir sind optimistisch.